Also Leute, und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg zur Halle, weil ich am Automaten gestern was umgebaut habe und ich habe da so Grillkäse reingepackt, so viereckige Pappschachteln. Dafür habe ich aus zwei einzelnen Spuren vier gemacht, aus zwei Fächern habe ich ein großes Fach gemacht. Aber jetzt ist das Fach ein bisschen zu groß und dafür gibt es bei dem Automaten extra so links und rechts so Abstandshalter. Die habe ich aber nicht zu Hause liegen, sondern in der Halle oder in der Halle von meinem Vater, weil meine Halle gibt es ja nicht mehr. Und ja, da bin ich jetzt hin, wollte die eben holen, um zu gucken, ob das dann so klappt, wie ich es mir vorstelle, weil jetzt ist das Problem. Links und rechts ist ein bisschen Platz, das heißt, das Paket liegt ja in zwei Spiralen, eine links, eine rechts, da liegt das drin. Und jetzt könnte das nach links oder nach rechts wegrutschen und wäre dann nicht mehr in zwei Spiralen und wird vernünftig raustransportiert, sondern noch in einer Spirale. Und dann ist es schräg, krumm oder was auch immer, fällt nicht vernünftig raus oder es fallen zwei raus oder bla und blub, scheißegal. Auf jeden Fall, damit das kein Trouble gibt, hole ich jetzt diese Abstandshalter, die müssten da irgendwo, ich habe ja quasi aus zwei Automaten eingemacht und die Dinger brauchte ich nicht, also habe ich die alle rausgerissen und in irgendein Automat reingeschmissen. Ja, und das gucke ich mir jetzt an und hole die Dinger und baue die dann eben ein. So, hier stehen die Dinger. Schöne Ecke. Und hier oben liegt schon das, was ich meine. Den kann man da draufklicken. Und dann kann man den aufklappen. Und dann hat man quasi. Ah ne. Ach guck mal, der wird so. Ne, doch. Ja gut. Dann kann man den so entweder nach links oder nach rechts aufklappen und kann dann quasi das Fach damit verkleinern. Das ist einer. Wo ist der Rest? Ich brauche Minimum zwei. Liegen da oben welche drauf? Wahrscheinlich sind die jetzt alle hier im hinteren Automaten. Wenn ich Glück habe. Nein, scheiße. Der vordere Automat. Sieht man das auf der Kamera? Wahrscheinlich nicht. Der vordere Automat ist. Ich habe einen so einen schmalen und zwei tiefe. Aber vielleicht habe ich Glück, das liegt hier vorne drin. Aber hier steht schon wieder eine Palette vor, da ja ein bisschen Platzmangel ist, da wir aus drei Hallen quasi eine gemacht haben. Ja, das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, scheiße. Jetzt muss ich hier alles wegrupfen. So, ich sitze schon wieder im Auto. Die Abstandshalter habe ich jetzt geholt. Irgendwie 6-7 Stück habe ich gefunden. Die habe ich jetzt ins Auto geschmissen. Brauche ich ja immer mal. Jetzt fahre ich aber erst nach Hause, weil bei uns am Imbiss ist relativ viel Betrieb. Und ich habe keinen Bock, da am Automaten zu fuckeln, wenn da ständig Leute vorherlaufen. Und schon gar nicht habe ich Bock, am Automaten irgendwas zu filmen, wenn da ständig Leute rumlaufen. Wir sind hier im kleinen Dorf und da meinen die alle, ich hätte voll einen am Brett. Deswegen mache ich das heute Abend, wenn der Imbiss zu hat. Und genau, jetzt fahre ich trotzdem erst nach Hause, weil irgendwie leuchtet meine SD-Karte hier rot, warum auch immer. Eigentlich ist da Platz genug drauf, 128 GB, die sollte eigentlich leer sein, aber jetzt leuchtet die ganze Zeit rot. Keine Ahnung, muss ich mal eben ins Mac stecken und gucken, was da los ist. Ja genau, und ansonsten, wie gesagt, gleich fahre ich noch mit dem Kumpel los, wollten uns noch irgendwie schnell einen Red Bull holen, ein bisschen quatschen. Morgen habe ich frei, heute ist Donnerstag, morgen habe ich frei, weil ich das Gäste-WC wollte ich ja verputzen. Genau, da wollte ich dann morgen ran, werdet ihr dann wahrscheinlich auch sehen. Zwar im nächsten Video, nicht mehr in diesem, aber ja, ich sag mal so, ich habe gar keinen Bock mehr. Wenn ich angefangen bin, oh warte mal, da ist grün, da schieße ich aber eher nochmal drüber.
Ganz genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr erstmal angefangen bist, geht's, aber dieses, fange ich jetzt an oder nicht, ich hasse es. Und Spachteln ist so, weiß ich nicht. Nee, ich lieber einen rostigen Nagel und klopfe mir den unter den Fingernagel, anstatt dass ich da anfange zu spachteln. Aber es nützt ja nichts, es muss ja gemacht werden. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt mal nach Hause, die SD-Karte eskaliert hier komplett, 29, 28 Sekunden und guck mal, was da los ist. Sally, willst du mit Papi mitkommen? Willst du mitfahren? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kumpel. SD-Karte war eigentlich nichts drauf. Ich habe die Daten einmal runtergezogen, habe die dann hier in der Kamera formatiert und jetzt habe ich wieder 120 Minuten Zeit, euch voll zu quatschen. Also das funktioniert wieder. Warum auch immer die dann manchmal formatiert werden muss, keine Ahnung. Aber das Schöne ist, ich kann es an der Kamera machen, läuft wieder. Ja, jetzt fahre ich zum Kumpel, was ein bisschen nervig ist. Ich habe seit 2 Tagen Wetterbericht gehört. Ich habe keine Ahnung, was am Wochenende für ein Wetter wird. Das ist immer richtig nervig. Wegen Fleisch bestellen. Soll ich Fleisch bestellen? Soll ich nichts bestellen? Wie viel bestelle ich? Im Endeffekt will ich nicht zu viel bestellen und dann später darauf sitzen bleiben, weil es MAD abgelaufen ist. Ich will aber auch nicht zu wenig bestellen, weil ich habe mittlerweile, wie gesagt, ich mache das ja erst seit Mai, Juni, Juli, ja, knapp 4 Monate, sage ich mal. Und ich habe in 4 Monaten an Ware, die vom MAD Ende war, aussortiert, Verkaufswert von über 500 Euro irgendwie. Ich habe die Tage aufgeschrieben, 420 Euro oder so. Das ist schon heftig. Dann habe ich das natürlich am Anfang, ja, denkst du, mein Gott, ich brauche Grillfleisch ohne Ende, da habe ich den Automat voll gemacht. Mich erst mal drauf sitzen geblieben, gut, kam ein paar Tage scheiß Wetter, dann habe ich wieder voll gemacht, wieder das gleiche, dann ein bisschen vorsichtiger, dann kamen 2 Wochen durchgehend Regen, wie gesagt, ich glaube jeder von euch weiß, wie der Sommer dieses Jahr ist, nicht so richtig geil. Ich bin auch sehr froh, dass ich den Teich abgegeben habe, weil bei dem Wetter dieses Jahr hätte ich nicht so Bock da. Dann hast du wieder tagelang nur Regen, dann wieder ein paar Tage Sommer, aber dann wieder tropisch, ja, irgendwie ein bisschen nervig dieses Jahr. Und ich glaube auch, seitdem ich den Automat aufgestellt habe, ist durchgehend schlechtes Wetter. Und wahrscheinlich, wenn ich den dann abbauen sollte im Winter oder so, was ich nicht will, aber wenn ich den abbauen sollte, ab dem Tag ist wahrscheinlich wieder Premium-Wetter. Ein bisschen komisch, aber ja, so ist es halt. Ich muss ja Gott sei Dank nicht von leben und ich sag mal so, ich bin jetzt auch noch nicht im Minus. Im Moment sehe ich das noch so wie so ein Sonne knallt auf volles Rohr. Im Moment sehe ich das noch ein bisschen wie so ein Hobby. Hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Ja, ich hatte Lust, das auszuprobieren. Wie gesagt, ich muss nicht davon leben. Alles ist in Ordnung. Die Kosten sind relativ gering. Risiko war ja auch relativ gering, da ich das bei uns im Imbiss machen konnte. Und ja. So, ich bin jetzt am Automat. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich wollte das umbauen. Und dann ist mir die ganze Schublade entgegengekommen. Dann habe ich hier noch eine Dreiviertelstunde geschraubt. Ich zeige euch einmal, wie es jetzt aussieht. So, das, was ich vorhatte, hat nicht funktioniert und zwar die Kamera dann das macht, was ich hier sage.
hierum ging es, dass die hier so viel Spiel haben und dann, ja, rein theoretisch könnten die halt auch so liegen. Und dann wollte ich hier und hier diese Abstandshalter hin machen, aber wenn man mal guckt, wenn die voll ausgeklappt wären, würde das so aussehen. Das würde halt gar nichts bringen. Die könnten zwar nicht mehr so weit rüber, aber sie würden halt trotzdem noch rausrutschen. Ja, und ansonsten ist das Ding fast leer. Das ändere ich jetzt. Mache jetzt noch ein bisschen Grillsachen. Jetzt habe ich hier unten noch seit gestern Abend ein Red Bull drin. Das habe ich hier noch reingeräumt. Ja, und so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, da muss ich die Tage mir nochmal was anderes überlegen, wie ich das mache. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Video ist doch schon wieder lang genug. Oder eigentlich sind es ja schon wieder 2 Tage und ich muss das gleich noch schneiden, damit ihr das heute noch seht. Aber ja, das mache ich. Wie gesagt, das war's für heute. Lasst gerne ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert gerne den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis dahin und ciao.